Ich denke. Was habe ich aufgenommen? Eine versiegelte Rune. Ein beschädigtes Großschwert. Okay, ein beschädigtes Großschwert. Was habe ich hier? Das macht weniger Schaden und es sind allen Stats schlechter. Okay, habe ich noch irgendwas gekriegt? Rune. Runen kann ich noch nicht einsetzen. Ich weiß es nicht auf jeden Fall. Charakter habe ich auch noch keine Charakterpunkte. Schild habe ich auch noch das gleiche. Handschuhe. Schmuck habe ich gar nichts. Kopf habe ich nur so einen alten Hut sozusagen. Was finde ich hier? Charakterentwicklung. Du trägst die Erfahrungen, die du durch das Besiegen von Gegner gewinnst. Bei dir bist du sie entweder verwendest oder stirbst. Okay. Je mehr du bei dir trägst, desto besonderes von Gegnern. Richtig. Wenn du deine bisherigen gesammelten Erfahrungen jedoch nicht verlieren willst, solltest du sie im Speicherpunkt-Splitter wie in diesem hier sichern. Im Fall, dass du stirbst, bleiben sie dir erhalten. Dafür wird aber deine Beutemultiplikation zurückgesetzt. Es hat Vor- und Nachteile. Durch das Ausgeben von Erfahrungen erhältst du Attribute und Zauberpunkte. Halte LT gedrückt und Erfahrung für Zauber, ja, Zauber zu verwenden und halte bla bla, um Attribute zu verwenden. Dazu musst du das Charakterentwicklungsmenü öffnen, während du dich in der Nähe eines Speicherpunktspielers befindest. Drücke B, Erfahrung nicht wissen willst, um es auszuprobieren. Okay. Okay, hier wäre wichtige Werte deines Charakters. Okay. Okay. Also hier kann ich dann alles so zeigen, wie es geht und momentan Erfahrung Täuschung. Das kann ich noch nicht einmal machen. Okay, Bestrafung. Trost. Also kann ich die trotzdem nochmal nur wie? Keine Ahnung. Benutzen. Kontrollpunkt aktiviert. Gesundheit aufgefüllt und noch irgendwas. Kontrollpunkt aktiviert. Habe ich jetzt? Okay, da kann ich noch nichts machen. Ja, Charakterentwicklung war ich gerade drin. Jetzt muss ich Caslow finden. Der ist durch die Tür da eigentlich geflogen, ne? Eigentlich. Caslow. Caslow. Ja, so Caslow. Hey Decker, steh jetzt auf, ist vorbei. Dann auf einmal Caslow. Und der ist nicht da. Okay. Ich nehme wieder Schild in Hand. Nordflügel. Überraschung. Es gibt viele Möglichkeiten, erhöhten Schaden zu verursachen. Ein Überraschungsangriff ist einer davon. Nähere dich deinen Verseuchten langsam und leise, indem du dich mit L einschleichst, um nach vorne zu bewegen. Okay. Dann. Oh, du wurdest bemerkt. Versuche langsamer zu bewegen, während ich ne, bla bla bla. Ne? Wow, wow, wow. Schlag mich. Nochmal, bitte. Oh ja, schlag mich. So. Hier habe ich. Oh, hier ist eine Truhe. Was ist drin? Ein lieber. Ein Brustpanzer. Das ist cool. Hatte ich davon? Ne, davon? Großschwert. Ne, davon war nichts drin. Aber da waren Schuhe drin. Okay, die ändern auch das Aussehen. Rüstungswert 12, aber die sind um einiges schwerer, möchte ich mal sagen. Leichter und schwerer an Schuhe. Okay. 7-1 Balance. Gewicht 24. Boah, 6. Boah.
Gewicht. Ich nehme mal. Ne, gar nicht so ja auch nicht. Ich nehme mal den Helm. Sieht zwar komplett behämmert aus. Und die Schuhe. Aber soll ich mehr Dings Abwehr. Und kann so Besseres machen. Also zum Beispiel, das ist viel zu viel. Die 6. Nummer, die 6 Gewicht. Na hier, die gehen auch noch. Okay, was ist denn in der Rüstungswertung? Am besten. 7 und 8. Ja, das ist ganz hier am besten. Hier. Ja. So lasse ich es mal. So sehe ich jetzt aus. Kann ich immer noch gut rollen. Ja, ein bisschen langsamer. Bald nachdem der Gott verbannt wurde, trennten sich die drei Männer, die nun als die Richter bekannt waren, für immer. Mit Ausnahme ihres gemeinsamen Zieles waren sie auf jede nur mögliche Weise unterschiedlich. Drei Statuen wurden auf dem Platz der Richter für sie erbaut, um ihre grundverschiedenen Wege darzustellen. Diese Statuen bewahren Geheimnisse, als wären sie ihre Herzen. Doch sie sind im Stein verborgen. Nur ein Splitter der Helden könnte ein solches Herz zum Schlagen bringen. Und nur eine unirdische Kraft könnte es herausreißen. Okay. Muss mal einen Gesundheitstrank trinken. What the fuck? Hey, Digga. Aua. Ich krieg grad Schaden durch dich. Aber nicht gerade wenig. Aua. Nein! So, meine Güte. Deine Erfahrung. Großaxt! Okay, das Gewicht ist. Oh! Junge! Ne, das tue ich mir nicht an. Aber ich glaube, wenn das so bei Dark Souls wie bei Dark Souls ist, kann ich meine Tränke hier auffüllen. Charakterentwicklung, bla bla. Ich habe doch keine Charaktergedönse. Ich kann nichts machen. Ich wollte aber nutzen. Ja, Gesundheit aufgefüllt, Tränke aufgefüllt. Ist genauso wie bei Dark Souls. Aber ich möchte das Spiel nicht mit Dark Souls vergleichen. Kann man eigentlich, aber mach ich nicht. Dark Souls wollte ich eigentlich auch spielen, aber jetzt ist mir das Spiel in eine Quere gekommen. Ich gehe mal hier rein. Hallo? Hi. Hi. Ist da noch eine über mir oder was? Hört sich so an. Hier ist nichts mehr, ne? Geheimnisse. Mal gucken, was ist da drin? Ein Mönchstab, Kampfstab. Mönchstab, Kampfstab. Mönchstab, Kampfstab. Gewicht 1,5. 0,7. Aber der macht richtig viel Dings. Ich nehme mal eben den Mönchstab. Okay. Kassel ist ein. Das wurde ein. Okay, das ist cool. Mit dem Mönchstab kann ich leben. Und hier ist Castro drin. Oder auch nicht. Achso, hier bin ich gerade reingegangen dann. Okay. Da sind zwei Gegner. Der eine kann hier hinkommen. Der andere kann auch gerne hier hinkommen. Aber
So. Hier verbergt er noch was. Das möchte ich gerne haben. Was kriege ich denn hier? Kleriker. Alter, man wird hier richtig zugebombt. Ach, das, das sind alle Anfangsdings. Also war das eigentlich relativ, was ich am Anfang nehme, ne? Hm. Okay. Ich nehme mal das hier. Rüstungswert 20. Okay, das haben wir zu viel rein. Das nehme ich natürlich. Okay. 12, ich habe jetzt 7. Nee. Oder? Für ein. Ja, klar. Ist so ein Schaden, habe ich nicht dazu bekommen. Brustpanzer nehme ich nochmal. 2 mehr. 4. So, nehme ich den hier. Dann bin ich genau gleich, wie ich davor war. Also war es eigentlich relativ, was ich am Anfang genommen habe. Ich bin jetzt sowieso ein Kleriker. Okay, das ist ehrlich schade. Irgendwie. Aber naja. Was genau waren die Herrscher? Sie besaßen Macht jenseits unseres Verständnisses. Sie kämpften erbittert und folgten ihrem Gott blind. Moment mal. Ich nehme mal eine andere Rüstung. Ist ja ehrlich nicht auszuhalten hier. Das lasse ich drin. Ah ne, nicht barfuß. Ich habe jetzt Kleriker, die bringt mehr als die. Wie viel habe ich jetzt? 8. Okay, ich lasse es mal auf 8. Also mehr als 8 möchte ich nicht. Wer versuchte, mit ihnen zu reden oder zu verhandeln, scheiterte. Die Herrscher kamen nicht, um zu reden. Sie kamen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, die Armee der Roga gegen die Menschen zu führen. Okay, dann mache ich mal die Tür auf. Und hier sind Hinweise. Bla bla bla, du kannst kleinere Waffen gleichzeitig kämpfen. Versuche mit den Experimente der Jungen versuchen, ein paar Waffen oder kannst du nicht ohne Schild kämpfen? Doch, ich kann ohne Schild kämpfen. Habe ich doch die ganze Zeit gerade eben. Mann. Okay. Da das Aufnahmeprogramm gerade alles gespackt ein bisschen. Ich werde mal eben. Nein, ich werde mal was gucken. Hoch. Schallqualität. Okay, das lasse ich alles mal. Also wenn ich in neue Gebiete reinkomme, könnte das sein, dass es ein bisschen wie heißt das? Leckt. Aber naja, das kann passieren. Charakterentwicklung. Ausprobieren. Habe noch nichts. Das habe ich ja schon nachgeguckt. Tier einmal benutzen. Kontrollpunkt aktiviert. Gesundheit aufgefüllt. Und jetzt habe ich auch ein paar Gedöns. Er schwingt seine Fahne. Und hier haben wir direkt einen. Willst du mich angreifen? Nee. Dann greife ich dich an, du Arsch. Wichser. Greif den mich einfach an. Oh, nee, der kann. Leck. Der droppt noch was, oder nicht? Aber ich glaube, ich versuch's mal eben. Warte mal. Wenn ich jetzt so mache. Kommt auch wieder ein neuer Gegner hin. Ne, das ist cool. Okay, das ist bei Dark Souls so. Wenn du dich ans Bonfire setzt, dann kommen da neue Gegner hin. Hier bin ich mir gerade unschlüssig. Wenn ich angreife. Ich lock den, glaube ich, mal erstmal. Ja. Den habe ich gepult. Der soll hier hochkommen. Hilfe! Ah! So, komm hier. Komm. Das
So, nice. Nehmen. Was hat er denn für mich? Er hat für mich eine versiegelte Rune, klein. Unbekannte Rune. Komm hier hin. Komm, ich spul dich. Ey, du hast mich geschlagen, du Wichser. So, der andere auch. Den pull ich auch mal eben. Komm her, du Puller. Komm. Ja, gut. Komm. So. Ah, so. Neue nochmal kaputt geschlagen. Die haben bei nichts gedroppt, ne? Nein. Hier ist auch nichts mehr. Hey, helft mir. Helft mir bitte. Öffne das Tor. Ach, da. Wollte schon sagen, da unterm Tor, der eingeschlossen war, was? Redet jetzt auf einmal mit mir. Okay. Ist ja. Ach, da ist ja einer. Komm. Ja, nice. Okay, der Stab ist echt gut, muss man sagen. Der Stab ist schon sehr fresh. Wow, das sieht episch aus. Oh, hier lag was. Was sehe ich da denn? Eine unbekannte Rune, klein. So, noch mal mit so. Geh ich mal hier runter. Öffnet das Tor. Kann ich irgendwann das Tor öffnen? Nein. Muss ich wohl hoch? Ich wollte gerade gucken, ob ich irgendwie das Tor öffnen könnte. In meinem. Okay. Mein PC macht keine Faxen. Beziehungsweise ist nicht warm. Aber es leckt trotzdem. Ich habe keine Ahnung warum. Nee. Nee. So. EP. Da unten ist Blut. Hier kann ich das Tor öffnen, ne? Ja. Einmal runter. So. Mal gucken, ist der böse oder nett? Rudi? Machst du mir jetzt auch das Tor auf oder nicht? Oder war da noch an der Seite ein Schalter? Habe ich den mal sehen? Ich will offenbar nicht, ne? Ey, ich komme da nicht hoch. Jetzt. Oh, da war noch. Da war ein Schalter. Leute. Wusstet ihr das? Ich nicht. Nein. Scheiße. So. Sagt er jetzt was zu mir? Ist er nett? Ist er böse? Ist er mein zweiter Boss? Kann ich mit dem reden? Ja.